So, nun möchte ich über einfache Antennen sprechen, einfache lineare Antennen und vor allen Dingen über Richtdiagramme. Ich fange mit einer ganz einfachen Modellvorstellung von einer Antenne an, dem sogenannten Hertzschen Dipol. Das ist etwas unphysikalisch. Eigentlich besteht das ganze Ding nämlich aus einem kurzen Draht. Kurz heißt, dass dieses L sehr viel kleiner als die Wellenlänge Lambda ist. Und einer Stromquelle, das ist die hier in der Mitte, wir haben eine Stromquelle gewählt, anstatt einer Spannungsquelle, damit man überhaupt ein bisschen Ladung hin und her schieben kann. Man könnte natürlich auch eine Spannungsquelle da einbauen, das macht die ganze Sache aber unübersichtlicher und schwieriger. Das ganze Ding ist etwas unphysikalisch, weil man eine leicht für unphysikalische Annahme genommen hat. Denn die Stromdichte J wird hier nicht 0 an der Kante. Normalerweise müsste das in etwa so aussehen, dass hier, naja, hier der Strom eigentlich doch 0 wird. So, und es dann vielleicht leicht hoch geht. Man kann das jetzt vielleicht kaum sehen. Das wäre eine physikalische Annahme für den Strom. Das kann man dann auch noch etwas anders rechnen und so. Ich mache das hier jetzt nicht. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir hier eine konstante, so wie hier gezeigt, eine konstante Stromstärke oder Stromdichte über den ganzen Draht haben. So, dann kann man sich das Fernfeld davon ausrechnen und kann schauen, wie denn das aussieht und wie das Ding strahlt. Und das ist so in etwa jetzt gedacht, wie hier diese roten Linien anzeigen. Es wird ja also eine Welle sich irgendwann ablösen und damit auch in den freien Raum ausgesandt werden. Und das sieht in etwa so aus, dass nach oben in Richtung der Achsen, das kann man jetzt hier sehr schön sehen, in diesem Bild, hier in Richtung der Achsen hier oben, da haben wir eine Aussendung von E gleich 0. Aber in dieser Richtung hier, da haben wir eine maximale Feldstärke. So, das macht auch Sinn, denn wenn Sie sich jetzt rein optisch mal angucken, wie viel Strom Sie denn in der Projektion sehen, wenn Sie auf einen Draht drauf gucken, dann sehen Sie eigentlich nur den Draht. Das ist ein Punkt aus Ihrer Sicht. Da sehen Sie also nicht, dass da irgendeine Ladung hin und her geht. Die würde ja nur auf Sie zukommen und wieder weggehen. Wenn Sie weit genug weg sind, merkt man davon dann gar nichts. Und das würde im Prinzip dazu führen, dass entlang der Achse oder in Richtung der Achse hier keine Abstrahlung stattfindet. Während wenn Sie senkrecht, so wie hier eben auch auf dem linken Bild gezeigt, senkrecht auf einen Draht oder sowas gucken, dann sehen Sie immerhin diesen Draht und da würden Sie jetzt auch sehen, wenn man es denn sehen könnte, dass da Ladungsträger hoch und runter gehen und das würde es eben ausmachen, dass da eben jetzt auch eine Feldstärke entsteht. So, mit diesem Donut, den wir hier jetzt haben, kann man eigentlich technisch relativ wenig anfangen, wenig arbeiten. Sieht zwar ganz gut aus, aber man kann nicht wirklich damit arbeiten. Und deswegen macht man normalerweise, wenn man sich das angucken möchte, zwei Schnitte dadurch, nämlich einmal hier, einmal diese Ebene, so quer durchgeschnitten. Das würde dann, ups, da muss ich eine andere Farbe nehmen. Das würde jetzt dieses Bild hier ergeben. Und Sie sehen diese beiden Eier, Sie sehen entlang der Achse nach oben keine Abstrahlung, beispielsweise entlang der Breitseiten natürlich das Maximum hier wieder. So, wenn man da noch reinzoomt, upsa, so, dann sieht man da auch noch einen Wert und noch verschiedene andere Beträge. Man sieht hier nämlich zum Beispiel, dass hier steht, dass das in 90 Grad 63,23 Volt pro Meter sind. Also wir reden hier von der elektrischen Feldstärke. Und Sie sehen hier auch noch, das ist das E-Theta, von dem hier gesprochen wird. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal, was das denn bedeutet, bevor wir uns die andere Seite noch angeguckt haben. Nämlich, Sie können auch die andere Ebene da durchlegen. Die nehme ich mal in diese Farbe. Genau. Also Sie schneiden senkrecht zur Achse dadurch und kriegen dann eben dieses Bild. So, und das können Sie sich jetzt auch geometrisch ganz einfach vorstellen, wenn Sie einfach einen Draht nehmen und drehen den mal so im Raum. Sie schauen senkrecht auf den Draht und drehen den und dann gibt es keinen Unterschied für Sie. In alle Richtungen, alle Raumrichtungen strahlt er gleichmäßig aus. Und das ist genau das, was Sie hier sehen. Dieses hier, das ist toolbedingt, dass da hier der Draht steht, das stimmt so nicht. Der müsste eigentlich so gezeichnet werden. Also der Draht kommt hier
aus der Zeichnungsebene heraus. Auch das hier ist das E-Theta. So, was heißt E-Theta, was heißt E-Phi? Wenn Sie sich die Strahlungsdiagramm hier angucken, dann könnten Sie hier jetzt ein Polarkoordinatensystem aufbauen. Da hätten Sie einen Vektor R, der nach außen geht. Dann hat man einen Vektor Theta, der von oben nach unten geht. Das wäre dieser in dieser Richtung hier. Und dann hätte man in die Ebene rein hier noch die Phi-Komponente, also die dann eben radial um den Draht drumherum gehen würde. Das wären die unterschiedlichen Komponenten, unterschiedlichen Vektorkomponenten. Wir haben es nur mit der Theta-Komponente zu tun, die ich hier gezeichnet habe. Natürlich ist die, je nachdem, wo sie sich befinden, im Winkel relativ zum Draht, verläuft die etwas anders. In der genauen Ebene, die ich hier nochmal einzeichne, wäre das hier genau die Feldkomponente, die von in diesem Fall oben nach unten geht. So. Im linearen Maßstab schaut man sich das typischerweise nicht an. Man schaut sich typischerweise auch nicht das elektrische Feld an, sondern bezieht das Ganze auf die Leistungen und nimmt dann auch eine Vergleichsantenne als Maßstab. Ich habe hier nochmal das Fernfeld bzw. das Strahlungsdiagramm aufgeführt in einer etwas anderen Skalierung. Sie sehen hier die Achse logarithmisch. Aufgeführt. Das heißt also, Sie sehen hier jetzt an der Stelle einen, zum Beispiel hier einen Wert von 1,25 dB. Ich schreibe das I mal dahin, ohne es jetzt noch erklärt zu haben, in der Breitrichtung, und dann sehen Sie, wie das Ganze hier jetzt irgendwann abfällt. Und hier an der Stelle sind Sie zum Beispiel bei minus 3 dBi. So, und daraus könnte man jetzt verschiedene Parameter, wie zum Beispiel Öffnungswinkel und sowas, sich bestimmen. Die schauen wir uns dann auch noch an. Nochmal die beiden Ebenen rausgegriffen für eben gerade diese einfache Antenne. Wir haben die sogenannte E-Ebene. Das ist die Ebene, die aufgespannt wird aus dem elektrischen Feld. Das ist hier jetzt gezeigt von oben, von unten nach oben und dem Draht. Und dann haben wir die, vor allen Dingen von den elektrischen Feldvektoren aufgespannt wird. Und dann haben wir die sogenannte H-Ebene oder die Magnetfeldebene. Das ist die in diesem Fall senkrecht dazu, die genau von dem H-Feld aufgespannt wird. Wir hatten ja vorher schon gelernt, dass das elektrische Feld und das magnetische Feld senkrecht zueinander stehen. Und somit liegen eben diese beiden Ebenen auch senkrecht zueinander. Je nachdem, welchen Schnitt man jetzt durch das Strahlungsdiagramm der Antenne macht, kriegt man eben die eine oder die andere Darstellung, je nachdem, für was man sich interessiert. So, was man vielleicht gerne hätte, es aber nicht gibt, es aber auch nicht geben kann, ist die sogenannte isotrope Antenne oder auch Kugelstrahler genannt. Was ist die Idee? Die strahlt jetzt gleich in alle Raumrichtungen. Gleichmäßig, in wirklich ohne jeden Unterschied, in alle Raumrichtungen. Es gibt ein elektrisches Feld und es gibt eine Theta-Komponente des elektrischen Feldes und eine Phi-Komponente des elektrischen Feldes. Und die bewegt sich einfach richtungsunabhängig, einfach nur mit dem Abstand von der Antenne weg, so dass man eben jetzt hier eine Leistungsdichte oder einen Pointing-Vektor aufmalen kann, der in etwa so aussieht, oder nicht in etwa, der so aussieht, so dass sich die Leistung, die der Antenne zugeführt wurde, P ist die gesamte abgestrahlte Leistung, so, und die verteilt sich eben auf die gesamte Kugeloberfläche, die sich in Abstand R ergibt. So, gut, wir können uns jetzt mal so eine Modellantenne angucken und dann eben auch mehrere Parameter hieraus eben besprechen und dann eben auch die Bedeutung dieser Kugelantenne oder des isotropen Strahlers bestimmen. Die Frage ist jetzt einfach, wie gehe ich jetzt mit so einer Antenne um?
Wie beschreibe ich jetzt das Strahlungsdiagramm? Ich könnte natürlich hergehen und das genauso machen, wie ich das eben in dem allerersten Fall getan habe für den Hertzschen Dipol, nämlich einfach die elektrische Feldstärke rein draufschreiben. Dann müsste ich auch dazu sagen, in welcher Entfernung das passiert ist. Ich müsste dazu sagen, welche Leistung an den Antennenfußpunkt gegeben wurde, respektive welche Stromstärke, welche Spannung und so weiter. Das ist aufwendig und unübersichtlich. Ich könnte einfacher hergehen und könnte sagen, okay, ich nehme eine Vergleichsantenne und vergleiche diese eine Antenne, für die ich mich interessiere, mit eben dieser Vergleichsantenne. Und was könnte man da Besseres nehmen als genau die Antenne, die in alle Raumrichtungen gleichmäßig strahlt, also den Kugelstrahler? Und das macht man eben auch. Da sagt man einfach, okay, ich habe die Antenne, die mich interessiert. Das ist die, die ich hier jetzt in Schwarz mal dargestellt habe. Das ist das Strahlungsdiagramm, das Richtdiagramm, sogar auch genannt, Synonym. Richtdiagramm der interessierenden Antenne. Und das vergleiche ich mit dem Richtdiagramm der Isotropenantenne des Kugelstrahlers. Und die kriegen beide an den Antennenfußpunkt die gleiche Leistung. Klammer auf, wenn sie verlustlos sind, Klammer zu. Da gibt es noch feine Unterschiede. Ich könnte jetzt, eigentlich müsste ich sagen, ich vergleiche die mit der gesamten Abstrahlung. Ich könnte sagen, ich vergleiche das mit der gesamten Abstrahlung der Antenne, müsste also vorher erst einmal wissen, wie viel die Antenne insgesamt an Leistung abstrahlt. Und das vergleiche ich dann mit dem Isotropenstrahler. Oder ich sage jetzt für meine Vorstellung hier im einfachsten Fall, ich gebe der Isotropenantenne die gleiche Leistung an den Fußpunkt, die sie dann abstrahlen soll, wie meiner interessierenden Antenne. So. Und dann kriege ich natürlich eines raus. Die Isotrope-Antenne, die wird erstmal komplett, so wie hier in Rot gezeigt, komplett rund abstrahlen. Die Antenne, die mich interessiert, aber wahrscheinlich nicht. In diesem Fall strahlt die erst einmal ganz klar nach oben hin mehr ab als in alle anderen Raumrichtungen. So, und da kann man natürlich schon mal sagen, diese da haben wir einen Unterschied. Nach oben hin haben wir eine höhere Leistungsabstrahlung, eine höhere Leistungsdichte, die nach oben geht, als die isotrope Antenne bei gleicher Leistung am Fußpunkt hätte. So, und das kann man als den Gewinn bezeichnen. Schauen wir uns einmal kurz hier unten drunter. So, das ist der Gewinn einer Antenne. Das sieht also so aus, als hätte man mehr, als wäre es eine isotrope Antenne mit einfach nur mehr Leistung, wenn man nur an dem oberen Punkt steht und nichts weiter weiß. So, wenn man sich jetzt von ganz oben ein bisschen nach links oder rechts bewegt, dann werden Sie feststellen, dass irgendwann die Leistungsdichte abnimmt, der Empfang wird schlechter, was auch immer passiert. Und da, wo das Ganze auf den Faktor Wurzel 1 durch Wurzel 2 gesunken ist, beziehungsweise der Gewinn um 3 dB abgenommen hat, da haben wir dann die Grenzen des Hauptstrahls. Und daraus können wir nach links und rechts natürlich einen Öffnungswinkel berechnen. Und das ist der Half Power Beamwidth. Denn in der Richtung ist nur die halbe Leistung abgestrahlt worden. Wird jeweils nur die halbe Leistung abgestrahlt. Und das ist eben die Strahlbreite hier. So, der Winkel da oben ist angegeben. Wenn Sie jetzt weiter weggehen, dann passiert in realen Fällen dies und das. In dieser Antenne wird es so sein, dass Sie irgendwann hier mal ein absolutes Minimum finden. Also hier mal richtig die Null kommen, da dann keine Abstrahlung mehr in diese Richtung zum Beispiel stattfindet. Aber wenn Sie noch weitergehen, dann wird es hier einen ersten Nebenzipfel geben, Side Lobe, da an der Stelle. Und das Ganze ist symmetrisch natürlich auch an der Stelle. Und dann können Sie auch erstmal ausrechnen, wie dieser Abstrahlung an diesem Nebenzipfel unterhalb der Hauptkeule liegt. So, schreiben wir die Begriffe auch nochmal hin. Neben Zipfel oder Nebenkeule. Und das hier oben ist die Hauptkeule. So, von der Form wird es mehrere geben oder kann es mehrere geben. Das kommt sehr auf die Antennenstruktur drauf an. Und irgendwann haben Sie, sind Sie genau gegenüber der Hauptkeule. Da sind Sie bei der Rückrichtung und dann können Sie jetzt noch hier so eine Front-to-Back-Ratio bestimmen.
So, was heißt das jetzt für die Antennen, die wir bislang schon betrachtet haben? Für den kleinen Dipol, also den Herzchendipol, haben wir in Hauptstrahlrichtung etwa einen Gewinn von 1,5. Ausgerechnet in dB sind das 1,76 dB. Ja, warum ist das so? Da die Antenne, auch diese einfache Antenne, nicht in Richtung ihrer Achse strahlt, ja, muss ja diese Leistung, die in Richtung der Achse nicht abgestrahlt wird, irgendwo hin und die geht in die Breitrichtung und deswegen wird in die Richtung natürlich mehr abgestrahlt, als ein Kugelstrahler dorthin abstrahlen würde. Und das ist der Faktor 1,5. Halbwellendipol, den wir später noch kennenlernen werden auf den nächsten Folien, hätte hier einen Gewinn von 1,64 oder gegenüber dem Isotropenstrahler von 2,16 dB. So, oft angegeben als Antennenbeschreibung und Beschreibung von Systemen ist die sogenannte Effectively Isotropic Radiated Power. Und das ist die Leistung, die man an den Isotropenstrahler anlegen müsste, damit der die gleiche Strahlungsdichte in Richtung der Hauptkeule der anderen interessierenden Antenne produzieren würde. So, ich würde also hier hergehen und würde, um die EIRP auszurechnen, dieses Ding hier aufblasen, sodass das eben im Prinzip so strahlt und dann würde ich gucken, welche Leistung muss ich dann an den Fußpunkt geben. Also ist die EIRP, Effectively Isotropic Radiated Power, EIRP, das ist gleich P mal G I. So, und das ist typischerweise für Systeme wie zum Beispiel das WLAN-System oder auch andere Systeme mit Antennen mit einem Gewinn, bezifferbaren Gewinn, die Leistung, die von der Spezifikation für das System vorgegeben wird. Denn das ist eigentlich das, was ja einen Nutzer, der sich vielleicht in der Hauptkeule befindet, interessiert, was nämlich in die Richtung ausgestrahlt wird, beziehungsweise was den eventuell stören würde. So, das steht hier auch nochmal aufgeschrieben. Wenn wir uns so Antennen angucken, dann kann man sich die ja auch immer anschauen aus einer Strahlungssicht, das haben wir bislang getan. Oder eben auch aus einer Netzwerksicht. Also die Antenne wird jetzt einfach angeschlossen an eine hier gegebene Spannungsquelle mit Innenwiderstand. Oder Innenimpedanz. So, das ist erstmal alles, was links von den schwarzen Punkten ist. Und dann haben wir hier die Netzwerkbeschreibung der Antenne. So, diese ganzen Widerstände und auch den Blindwiderstand bestimmt man am besten aus der Leistungsbilanz, wie ich das auf der linken Seite gezeigt habe. Man wird also diese Antenne, das ist dieses kleine Chickenfuß, Hühnerfuß da in der Mitte, der Antenne wird man Leistung anbieten, das ist die Total Power. So, ein Teil dieser Leistung wird sie hoffentlich abstrahlen, das ist die Radiated Power. Aus Sicht des Generators, der auf der linken Seite die Total Power liefert, ist das aber verlorene Leistung. Die ist weg für ihn. Und das ist auch gut so, das soll so sein. Die würde der Generator also im Prinzip als nichts weiter sehen als einen ohmschen Widerstand und das wäre eben dementsprechend dem RRAD zuzuordnen hier. So. Zusätzlich wird aber, da die Antenne immer aus irgendwelchen verlustbehafteten Materialien besteht, es auch Verlust geben, also Wärmeverluste beispielsweise, wird das Substrat geheizt oder wird der Draht warm gemacht oder sowas und das ist verloren gegangene Leistung. Die kann der Generator nicht von der abgestrahlten Leistung unterscheiden, das ist beides für ihn weg. Wir können das hier aber tun, man kann das auch messtechnisch tun, indem man nämlich auch misst, wie viel Leistung tatsächlich abgestrahlt wird und die Differenz dann bestimmt, das wäre ja dann die verloren gegangene Leistung und das würde man einem RL, einem
Verlustwiderstand zuordnen. So, und dann haben wir noch Leistung, die im Nahfeld der Antenne gespeichert wird, die also in einer Halbwelle so ein bisschen rausragt aus der Antenne und dann wieder reinkommt in die Antenne. Das wäre jetzt hier die Blindleistung, die beschrieben wird durch das X. So, wenn man sich das Ganze zusammenbastelt, dann kommt man natürlich drauf, dass die gesamte Leistung gleich die abgestrahlte Leistung plus die Verlustleistung ist. Wir reden hier in diesem Fall erstmal nur von der Wirkleistung. So. Und wir können jetzt die Antenneneffizienz bestimmen. Diese Antenneneffizienz ist ja nichts weiter als die abgestrahlte Leistung durch die gesamte Leistung. Und das, was hierbei interessant ist, ist, dass Antenneneffizienzen etwa von nicht etwa, wie man das von Motoren vielleicht sich wünscht und auch da erwartet, im Bereich von oberhalb von 80-90% liegt, sondern das kann hier tatsächlich im Bereich von vielleicht 2-3% bis hoch zu 99% liegen. Also die Antenneneffizienzen können tatsächlich den gesamten sinnvollen Zahlenraum hier überschreiten, je nachdem, wie man die Antenne baut und wie man die Antenne auch verwendet. So ein Beispiel ist zum Beispiel die Antenne für so ein Autoschließsystem als Autoschlüssel. Die müsste eigentlich so um die 30 cm groß sein. Wenn Sie Glück haben, vielleicht kommen Sie auf 15 cm für den höheren Frequenzbereich, in dem Autoschlüsselsysteme funktionieren. Das ist sie ganz offensichtlich nicht, sonst wäre der Autoschlüssel nämlich noch größer, als er bei manchen Marken schon ist. Naja, man baut eben kleine Antennen da rein und kleine Antennen inhärent opfern die Effizienz. Das heißt also, auch noch mit der Hand da drumherum gedacht, die Abstrahlung von so einem Autoschlüssel, so einem elektronischen Funkautoschlüssel, ist relativ schlecht und da sind sie sicherlich in einstelligen Prozentbeträgen von Effizienzen. So, alle anderen Parameter kann man auch bestimmen. Das müssen wir jetzt hier in dieser Vorlesung nicht tun. Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass hier das X durchaus ein Problem sein kann. Das ist nämlich bei der kleinen Antenne, bei kleiner linearer Antenne, die ist sehr kapazitiv. Und damit ist das X-Betrag ein sehr großer Wert. Vielleicht auch sehr viel größer als die RS und die RATS. Und das macht ein ziemliches Problem, weil das nämlich eine ziemliche Strombremse dann ist und man sehr schwer die Leistung da reinbekommt. Dabei sind wir auch schon bei dem Punkt, was ist eigentlich schwer, eigentlich das Problem mit eben dieser kleinen Drahtantenne, die ich da hatte. Also warum nimmt man nicht für alle Antennen so kleine Drähte, wie ich das eben da mit dem Hertzschen Dipol versucht habe zu suggerieren. Nun, das ist eigentlich mehr ein Leerlauf, also irgendwo eine Stromquelle, die in der Luft hängt, als wirklich eine Antenne, weil eben auch wirklich nur ganz, ganz kleine Drahtstückchen daran sind. Und das führt eben dazu, dass man einen sehr großen negativen Imaginärteil hat. Also dieses X-Betrag ist sehr, sehr groß, beziehungsweise sehr, sehr negativ. Und damit haben Sie eine große Strombremse und kriegen kaum irgendwelche Leistung da rein. Die ist zudem relativ uneffizient, das heißt also RAT hier. Was war das denn jetzt? So. RAT ist sehr klein, aber RL ist immer noch da. Also es skaliert nicht im gleichen Maße wie der Strahlungswiderstand nach unten mit. Ist noch merklich vorhanden. Und das führt eben dazu, dass das Eta sehr klein wird. Also solche kleinen Antennen haben tatsächlich dann unter Umständen einprozentige Effizienzen. So, das ist das eine Problem. Also wir müssen eine Quelle an etwas sehr Niederohmiges anpassen. Das ist nicht gut. Wenn Sie wissen, was das mit Leistungsanpassung auf sich hat, dann heißt das immer, dass der Innenwiderstand der Quelle dem Innenwiderstand der Last entsprechen muss. Da kann man natürlich im Wechselstromfall was tun, aber je größer die Unterschiede werden, desto schwieriger und vor allen Dingen desto schmalbandiger wird das. Und vor allen Dingen haben wir hier eine hohe Reaktanz durch das hohe
oder durch das sehr negative X an der Stelle hier. Und das führt dazu, dass da große Anstrengungen gemacht werden müssen, um überhaupt eine Anpassung zu erreichen. Und wenn man das getan hat, das inhärent sehr verlustbehaftet wird und auch sehr schmalbandig wird. So, was kann man Besseres tun? Nun, man kann solche Antennen gleich so ausbauen, dass der Strahlungswiderstand größer wird und gleichzeitig auch die Reaktanzen, also das X, verschwindet im Prinzip, also das Ganze inhärent in Resonanz bringen. Und das kann man am einfachsten machen mit dem sogenannten Lambda-Halbe-Dipol. Das ist im Prinzip die Mutter aller Antennen. Für HF-Techniker würde man das Ganze jetzt so sich vorstellen, dass man hier jetzt nimmt, man hat eine Lambda-Viertelleitung, die jetzt hier gespeist wird, wiederum von einer Stromquelle. So, und eine Lambda-Viertelleitung hat natürlich hier jetzt eine Stromstärke an der Kante von 0. Hier aber nach Lambda-Viertel-Unterschied das maximale I. Und da kann man natürlich ganz wunderbar jetzt eine Stromquelle dran anschließen, die die ganze Geschichte speist und die genau in dieses Strommaximum reinspeist. So, und wenn man jetzt sich überlegt, dass man das Ganze aufspannt und aufklappt, dann kriegt man eben genau eine Antennenstruktur raus, die, wie auf der rechten Seite gezeigt, Lambda halbe insgesamt lang ist. Man kann sich das Ganze auch etwas einfacher vorstellen, indem man einfach nicht von der Leitung ausgeht, sondern sagt, okay, ich muss eben genau hier einen halben Wellenzug rüberkriegen. Mindestens, ja, warum einen halben Wellenzug? Ich brauche hier ein I gleich 0 und ich brauche hier ein I gleich 0. Und dazwischen muss ich irgendwas haben und das Einzige, was eben dann geht, wenn man von einer sinusförmigen Stromverteilung ausgeht, ist eben genau ein halber Wellenzug, der dann eben zwischen den beiden Nullen, den Nullstellen des Sinus liegt. So, das ist das Minimum, was ich kriegen muss, dann ist das ganze Ding in Resonanz. Und der Vorteil ist eben hier, man hat hier eine Speisung im Strommaximum. So, nun, wie sieht das aus, wenn ich mir das Strahlungsdiagramm von dieser Lambda-Halbe-Antenne angucke? Zunächst mal links oben gezeigt die Stromverteilung. Die sieht jetzt eben tatsächlich ganz ähnlich so aus, wie ich das gesagt habe, mit so einem Sinusbauch über dem Antennendraht drüber. Das ist hier auch wirklich eine Rechnung, eine Simulation. Ich bin also jetzt nicht mit dem Sinus als Ansatz da reingegangen und habe es da mal geguckt, sondern das ist tatsächlich, ich habe einzelne Drahtstückchen genommen, die Antenne damit simuliert und dann eine Vollwellensimulation gemacht und dann kommt eben tatsächlich so ein Sinusbauch dabei raus. Der ist so ein bisschen gebogen, es ist nicht ganz reell, wie das hier jetzt da steht. Das weicht ein bisschen ab von der eigentlichen Überlegung, die ich eben gemacht habe, aber es trifft es eigentlich ganz gut. Rechts oben gezeigt jetzt die 3D-Darstellung. Hier, das ist eben wieder so ein Donut, weicht jetzt farblich zwar, aber von der Qualität her, von der Form her nicht unbedingt ab von dem, was wir für das Cooling die kurzlineare Antenne schon hatten und die Strahlungsdiagramme in den unterschiedlichen Ebenen nochmal links unten und rechts unten gezeigt. Natürlich ist das wieder ein Draht. Das heißt, wenn ich also links unten betrachte, wird in Richtung der Achse nichts abgestrahlt, in Richtung der Breitseite aber natürlich das Maximum. Und wenn ich auf der rechts unten die Seite mir betrachte, wenn ich um diesen Draht drumherum schaue, dann ist der zu allen Seiten gleich. Das heißt also, ich habe wieder hier so eine vollkommen richtungsunabhängige Abstrahlung, wenn ich nur um den Draht drumherum laufe. So, auch das ist hier wieder gezeigt. Wenn man etwas genauer hinguckt, wird man feststellen, dass man hier an der Stelle tatsächlich den Gewinn da von etwa 2,16 dBi findet. An der Stelle, den wir eben schon auf der Folie davor hatten. Schauen wir uns jetzt die Parameter an für das Z. Ich habe hier nicht ganz die Resonanz gefunden, weil ich tatsächlich einen Draht genommen habe, der genau Lambda halbe für die freie Wellenlänge berechnet verwendet habe. Ich hätte den Draht etwas kürzer machen müssen, dann hätte ich auch dieses J hier weggekriegt. Also habe ich hier noch ein J45 Ohm, das ist aber hinnehmbar, da kann man mit einer entsprechenden Kapazität in diesem Fall eine Kompensation hinkriegen und das funktioniert. Der Realteil hier mit 77,4 Ohm ist sehr hoch und liegt vor allen Dingen in der Nähe von 50 Ohm. Also
Das, was ich hier jetzt an Impedanz der Antenne erreicht habe, ist anpassbar an ein Netzwerk. So, Abstrahlung hat eine vertikale Polarisation. Wie genau man die Anpassung macht, ist entweder im Semester davor schon gemacht worden oder wir machen später noch. Es muss an dieser Stelle jetzt nicht unbedingt interessieren. Wichtig ist, wir haben hier handelbare zweistellige Werte. Wir könnten jetzt das J45,4 Ohm, also den Imaginärteil, dadurch, dass wir den Antennendraht etwas kürzer machen. Also können Sie tatsächlich hergehen und nehmen dann einfach eine Drahtschere und schneiden ihn an beiden Enden so Millimeter für Millimeter oder je nachdem, was für eine Struktur Sie haben, in kleinen Schritten ab und messen immer wieder nach und stellen Sie irgendwann fest, dass diese 45 Ohm hier auch verschwinden. So, das kann man also hinkriegen. Ich hätte das hier auch hintunen können. Wenn Sie sich jetzt mal angucken, wenn Sie die Frequenz ändern, was da passiert. Wir haben hier jetzt eine Antenne mit einer Länge von 1,5 Meter. Das ist übrigens auch genau das aus der Simulation von eben gewesen. Länge von 1,5 Meter, das entspricht Lambda halbe der freien Wellenlänge von 100 Megahertz. So, und dann stellt man fest, dann schaut man sich an, wie viel Leistung kriege ich eigentlich an die Antenne rein, beziehungsweise eigentlich schaut man sich an, wie viel Leistung wird eigentlich zurückreflektiert. Das ist dieses Bild hier links. Reflektierte Leistung. So, und da stellt man schon mal fest, bei niedrigen Frequenzen, also dann, wenn die Antenne klein gegenüber der Wellenlänge ist, dann wird viel reflektiert. So, hier schreibe ich mal hin, L, das stimmt zwar nicht, sehr viel kleiner als Lambda, aber L ist deutlich kleiner als Lambda. Und dann kommt der erste Punkt, wo viel Leistung in die Antenne reingeht, respektive abgestrahlt wird. Und das ist gerade hier der Lambda halbe Punkt. So, und dann passt das eben wieder nicht mehr so richtig. Dann haben wir also wieder einen merklichen Imaginärteil der Antennenimpedanz. Und irgendwann, dann sind wir bei Lambda. So, dann kriegen Sie wieder viel Leistung in die Antenne ein. Die Antenne ist jetzt wieder in Resonanz. Ja, nur haben Sie jetzt nicht einen halben Wellenzug auf dem Antennendraht drauf, sondern einen ganzen Wellenzug. Also hier hätten wir es noch so, hier haben wir es jetzt schon so. Und hier haben wir drei halbe Lambda. Da haben wir es so. Hier haben wir zwei Lambda. Da haben wir jetzt wird es immer schwieriger. So, zwei volle Wellenzüge auf dem Antennendraht drauf. Wenn wir hier jetzt noch den Antennendraht dazu malen, so, ne? Und so weiter und so fort. Und Sie sehen immer da, wo das ganze Ding in Resonanz gehen kann, also da, wo Sie eine ganzzahlige Anzahl von halben Wellenlängenzügen auf den Draht drauf bekommen, kriegen Sie viel Leistung in die Antenne rein, respektive wird auch abgestrahlt. Hier haben wir den Gewinn. Und zwar in nicht der Hauptrichtung, sondern zur Breitseite, senkrecht zum Draht. Also immer in diese Richtung geschaut. Und da sehen wir hier beispielsweise die 2,14. Dann sehen wir hier einen leichten Anstieg hier. Dazwischen irgendwann, das resultiert jetzt nicht mit einem Punkt, in dem man möglichst viel Leistung in die Antenne reinkriegt, sondern das ist ein bisschen später bei einer etwas höheren Frequenz. Da ist die Antenne etwas länger als ein halber Wellenzug. Das ist die 5/8 Lambda-Antenne, die man beispielsweise auch im Amateurfunk ganz gerne sieht. Jetzt haben wir hier die Stelle, da haben wir ein Minimum der Abstrahlung in Breitrichtung, zur Breitseite hin. Aber wir kriegen sehr, sehr viel Leistung rein, wenn Sie das mit dem linken Diagramm vergleichen. So, das liegt hier schlichtweg daran, dass in die Breitrichtung hier wenig abgestrahlt wird. Wir sehen das auf der nächsten Folie, was da wirklich passiert. Weitergehen wollen wir jetzt nicht. Wir schauen uns das einfach mal an, was dann da wirklich passiert. Und wenn wir uns das hier schon mal angucken, dann sind wir nämlich genau in dem Fall jetzt hier bei der Antenne mit der Langlänge Lambda. Das heißt, wir kriegen viel Leistung rein, aber eben hier in diese Richtung gibt es keine Abstrahlung. Das liegt daran, dass hier ein gesamter Wellenzug auf die Antenne draufkommt.
So, und wenn Sie sich jetzt mal hier an diese Stelle stellen, als Männchen, und dann mal schauen, wie viel Strom sehen Sie eigentlich, dann sehen Sie oberhalb der Nulllinie Strom nach oben gehen, beispielsweise, und unterhalb der Nulllinie sehen Sie Strom nach unten gehen. Das hier mal kurz andeuten mit zwei Pfeilen. So, und die sind nahezu am gleichen Ort, und das heißt, die machen der eine ein Feld nach oben, der andere ein Feld nach unten, und das Ganze gibt hier dann eben eine Null in dieser Richtung für Sie. So, wenn Sie sich aber jetzt ein bisschen schräg hier hinstellen an diese Stelle, dann sehen Sie die ja nicht am gleichen Ort, sondern dann haben Sie zu dem einen Stromanteilchen einen etwas anderen Abstand als zum anderen, was zu einer Phasenverschiebung zwischen beiden führt und in diesem Fall zu einer konstruktiven Interferenz, sodass man hier ein Maximum in die Richtung bekommt. Stehen Sie wieder oben oder unten, schauen Sie auf das Drahtende drauf, also genau auf die Achse der Antenne, und da sehen Sie wie vorher auch nichts. So, gehen wir ein Stückchen weiter nach links. Da haben wir jetzt die verschiedenen Antennencharakteristika hier für die Lambda-Halbe-Antenne, die kannten wir schon, oder auch für die kurze lineare Antenne hier mit Lambda-20stel mal gezeigt. Die sehen so aus, wie wir es vorher schon kannten. Schauen wir in die untere Zeile, da sehen wir dann für die 3-halbe Lambda-Antenne, naja, da ist ja hier so ein Strom unterwegs hier, und wenn ich mich jetzt hier hinstelle, dann sehe ich hier Strom nach oben, da Strom nach oben und hier in der Mitte genau das Gegenteil davon vielleicht, sodass ich mindestens noch ein Stromanteilchen sehe und deswegen auch hier in der Breitrichtung noch Strahlung habe. Das Ganze ist wieder weg für die 2-Lambda-Antenne, und wenn ich dann hier die Antennen sehr lang mache, dann kriege ich so eine leicht schräge Abstrahlung hier in Richtung, ja, schräg zur Achse, wie ich das hier jetzt gezeigt habe. Das ist eine Antenne, die man als Langdrahtantenne auch ganz gerne mal verwendet für Kurzwellenabstrahlung oder so, die dann leicht geneigt nach oben abstrahlen soll. So, das ist jetzt hier das, was man mit einer einfach nur Drahtantenne machen kann. So, und damit käme das nächste Thema dann Wellenausbreitung, was ich aber ein andermal behandle.